Von einem guten Sportkopfhörer erwarte ich grundsätzlich 5 Sachen. Eine sehr gute Bluetooth-Verbindung, einen bombastischen Halt, Wasserschutz, Transparenzmodus und natürlich einen mega guten Sound. Ob das die neuen Soundcore XC liefern können? Das wollen wir jetzt mal herausfinden. Soundcore überarbeitet mit den neuen X10 jetzt die ganze X-Reihe bzw. die Spirit-Reihe. Der direkte Vorgänger waren die Soundcore Spirit X2 und die sehen schon auf den ersten Blick nochmal ganz anders aus, deutlich älter. Jetzt streicht man das Spirit und präsentiert hier die Soundcore X10. Da kann man sich aber mal die Frage stellen, braucht man denn überhaupt Sportkopfhörer? Ich gehe jetzt schon seit einiger Zeit laufen und ich muss sagen, ich bin bisher auch ganz gut ohne ausgekommen, aber vielleicht könnten die mein Laufen ja verbessern. Ich brauche auf jeden Fall Musik oder Podcast beim Laufen, weil sonst muss man sich ja irgendwie mit seinen eigenen Gedanken oder so aussetzen. Das ist fast so weird wie ein CG-Video ohne Abo gucken. Aber die X10, die sollen mir jetzt helfen, das besser zu machen. Und die erste von den 5 Sachen, die dabei helfen soll, ist schon mal der Wasserschutz. Die Soundcore Spirit X10 haben nämlich ein IPX7 Waterproof und sind hier, haben wir den Soundcore Sweatguard. Das hört sich schon fast an wie ein Deo fürs Ohr. Aber nein, das heißt einfach nur, dass die gegen Wasser geschützt sind, gegen zeitweiliges Untertauchen. Was natürlich schon mal super praktisch ist, wenn ihr joggen geht, auch wenn es mal ein bisschen fizzelt oder so. Oder wenn ihr natürlich einfach schwitzt hier an den Ohren. Und das haben mittlerweile auch günstigere Kopfhörer. Dafür braucht man nicht unbedingt einen Sportkopfhörer, aber zum Beispiel so ganz normale AirPods der zweiten Generation haben das nicht. Was ich dann aber ein bisschen schade finde, dafür, dass es ein Sportkopfhörer sind, ist es nur IPX7 und es sind damit keine Kopfhörer zum Schwimmen gehen. Zum Beispiel dafür wären IPX 8 bzw. ein IP68 Rating noch ein bisschen besser. Und da man ja einen Sportkopfhörer machen will und Schwimmen nun mal ein Sport ist, wäre das hier sowas, was mir so ein bisschen fehlt. Kommen wir mal zu dem neu überarbeiteten Design und das ist tatsächlich relativ. Gerade im Vergleich zu den Vorgängern wirken die X10 deutlich moderner, wie ich finde. Man hat hier wieder Ohrhaken integriert, aber die sind nicht so feste Bügel wie bei vielen anderen, gerade günstigen Kopfhörern, sondern man hat sich jetzt hier für dieses Design entschieden, was um 240, 270 Grad rotierbar ist. Und dank diesem Design passen die auch in ein relativ kompaktes Case. Nicht nur, dass sie cool aussehen, im Gegensatz zu Powerbeats Pro oder so, sind sie einfach nochmal eine Spur kompakter, was ich persönlich echt gut finde. Ich mag es nicht, so ein riesiges Case mit zu haben und das ist hier schon für mich fast an der Grenze für die Hosentasche, aber im Rucksack oder so gar kein Problem. Und dann kann man die hier theoretisch relativ einfach ins Case tun. Ich muss sagen, es ist zwar innovativ vom Design her, aber ich finde es beim ersten Mal nicht ganz so intuitiv, die irgendwie in mein Ohr zu stecken. Da musste ich schon ein bisschen üben und auch jetzt dauert es bei mir noch ein paar Mal, bis ich es richtig rum habe. Es ist vielleicht meine eigene Dummheit, das kann durchaus sein, aber wenn man es einmal raus hat, dann sollte es gehen, außer mir jetzt gerade. Aber dann halten sie auf jeden Fall gut und das ist deutlich wichtiger, wie ich finde. Man muss sie hier erstmal den Bügel drehen und dann passen die hier so ins Ohr. Wie gesagt, das ist ganz wichtig. Und dann muss ich sagen, ey, die halten wirklich sehr, sehr gut und die isolieren schon automatisch, sobald man die jetzt aussteckt, sind halt in ihr. Aber ich kann wirklich machen, was ich möchte. Ich war damit joggen. Die fallen natürlich nicht raus. Was ich aber fairerweise auch sagen muss, ey, normale AirPods fallen bei mir aus dem Ohr auch nicht raus. Und da habe ich vielleicht einfach ein gutes Ohr erwischt und ein bisschen Glück gehabt, aber durch die verschiedenen Silikonaufsätze, die hier mit dem Lieferumfang sind und eben durch die Ohrbügel gibt es quasi fast die Garantie, dass die wirklich in jedem Ohr halten sollten. Worum man sich auch keine Sorgen machen muss, ist um eine gute Bluetooth-Verbindung. Der Tim hat es getestet mit dem iPhone 11 Pro Max und mit einem OnePlus 8T, also mit einem iOS und einem Android-Device. Wir haben aus dem Stand raus so circa eine Reichweite von knapp 15 Metern dank Bluetooth 5.2 hier störungsfrei, da wirklich kein Problem mit gehabt. Aber das hängt natürlich nicht nur an den Kopfhörern, sondern auch an eurem Smartphone. Falls ihr ein älteres Gerät benutzt oder so, dann kann das natürlich schon laggen. Aber ich habe hier auch kein Problem gehabt mit einer Asynchronität, zum Beispiel von Video und Ton, wenn ich irgendwie ein YouTube-Video geschaut habe. Was denen aber auf jeden Fall fehlt, und ich finde, das kann man durchaus kritisieren für einen Preis von fast 100 Euro, ist dann hochauflösender Codec wie zum Beispiel AptX oder LDAC. Ich habe jetzt einiges an Musik damit gehört, Hauptsache eher basslastigere Musik, wie zum Beispiel so ein bisschen in Techno-Richtung oder halt Hip-Hop bzw. Rap. Und ich muss sagen, und dafür ist Soundcore, glaube ich, auch ziemlich bekannt, die haben schon echt einen nicen Bass. Das ist richtig schön abgestimmt, die Subbässe da, wenn da eine 808 reinkommt oder so. Das klingt schon ziemlich gut, wie ich finde. Das ist gerade bei modernerer Musik, also voll das Ding. Und für mich persönlich, für ganz meinen persönlichen Geschmack, dann einfach eine gute Wahl. Hier sind nämlich 10 mm Treiber bzw. Lautsprecher drin, die hier für den Klang sorgen. Auch der Mittelton ist insgesamt ziemlich gut. Da ist mir jetzt nicht besonders viel aufgefallen, dass er jetzt besonders prägnant oder irgendwie schwammig oder so ist. Was mir dabei nicht ganz so gut gefällt, sind die Höhen. Das hört man teilweise auch
auch in manchen Stimmlagen oder so. Da kommt es mir teilweise ein bisschen zu kurz, ist nicht ganz so prägnant, wie man das von anderen Kopfhörern dann doch ein bisschen erkennt. Das finde ich dann aber gerade im Kontext von Sport gar nicht mal so schlimm, weil gerade so dieser Bass ist das, was einen so antreibt, was irgendwie so einen so ein bisschen motiviert. Da hört man jetzt wahrscheinlich eh keine klassische Musik, obwohl, wenn ihr das möchtet beim Pumpen, dann hört er gern Mozart, das soll mir egal sein. Aber die meisten werden wahrscheinlich mit dem relativ basslastigen Sound zufrieden sein. Und wenn ihr das noch ein bisschen anpassen wollt, dann kommt euch da die Soundcore-App zugute, die ich auch hier mal installiert habe. Und da habt ihr dann in der App die Möglichkeit, einen benutzerdefinierten Equalizer einzustellen. Ihr könnt also die Höhen dann noch ein bisschen anpassen, wie ihr möchtet. Habt hier auch einige Presets und so weiter. Das könnt ihr dann ganz nach eurem Gusto machen. Ich muss sagen, ich würde hier mehr sowas vorauswählen. Ich war aber insgesamt schon zufrieden. Ich würde es wahrscheinlich nicht anpassen. Bin dann vielleicht auch nicht ganz so audiophil wie ein Tim. Mich hat hier eher der Sportaspekt gereizt. Da bin ich vor allen Dingen auch super froh, dass Soundcore hier noch ein paar mehr Optionen in der App drin hat. Man hat zum Beispiel neue Atemübungen, die ich persönlich jetzt nicht brauche, aber manchen von euch können es vielleicht helfen. Aber gerade die Steuerung finde ich einen wichtigen Punkt. Und da hat man hier die Möglichkeit, das vollständig anzupassen, wie man das möchte, indem man hier oben die kleinen Buttons klickt. Das ist mit der Voreinstellung so eingestellt, dass zum Beispiel jetzt aktuell links es leiser geht, rechts ist lauter. Gerade leiser, lauter ist sowas, was nicht jeder Kopfhörer bietet, was aber gerade für mich beim Joggen schon mal echt wichtig ist und ich dafür nicht immer das Handy rausholen möchte. Dann finde ich das cool, dass ich das direkt einstellen kann. Ich kann natürlich aber zum nächsten Song springen. Was mir persönlich immer ein Ticken zu langsam geht oder wenn ich hier die Wiedergabe-Pause-Funktion nutze, das können für mich so noch so ein Millisekündchen schneller gehen, weil manchmal habe ich dann schon den Eindruck, dass ich es gar nicht richtig gedrückt habe. Darüber hinaus hat man durch die Soundcore-App natürlich einfach den Vorteil, dass man sich hier sogar einfach ein Firmware-Update runterladen kann, wenn also da nochmal in Zukunft was kommt, sogar vielleicht eventuell neue Funktionen dazukommen können. Und man hat hier die Möglichkeit, auch Beta-Programme wie eben ANC und Transparenzmodus auszuprobieren. Und gerade der Transparenzmodus ist auch was, was mir persönlich wichtig ist beim Joggen. Wenn man dann nämlich ein Verkehrsteilnehmer ist oder auf dem Fahrrad, dann kann man sich, finde ich, nicht ganz von der Außenwelt abkoppeln. Da ist der Transparenzmodus nice, weil dann einfach Umgebungsgeräusche noch größer werden. Und gerade wenn ihr zum Beispiel eher in einem Waldstück seid, dann braucht ihr das nicht. Aber sobald ihr irgendwie auf die Straße kommt, kann man da schnell reinwechseln, um so wirklich ein vorbildlicher Verkehrsteilnehmer zu sein. Ich muss sagen, mir reicht es in der Regel schon, den ganz normalen Modus zu nutzen. Da ist die Abstimmung sowieso schon gut, dadurch, dass einfach In-Ears sind. Und das merkt man sofort, sobald man die reinmacht. Aber auch der ANC-Modus und der Transparenzmodus sind insgesamt gut, sind aber beide noch in der Beta, also da noch nicht hundertprozentig fertig. Deswegen möchte ich die jetzt noch nicht endgültig bewerten. Wer den ANC-Modus öfter nutzen möchte, der muss damit leben, eine geringere Akkulaufzeit zu haben. 6 Stunden sind da nur möglich, so auf mittlere Lautstärke. Wenn ihr auf voller Lautstärke unterwegs seid, dann sind es sogar eher nur so 4 Stunden. Das sollte auf jeden Fall für eine gute Sporteinheit oder sogar 2 ausreichen. Wenn ihr ganz normal unterwegs seid, verspricht Soundcore insgesamt 8 Stunden. Plus ihr bekommt nochmal 32 Stunden aus diesem Case hier, was mir übrigens wirklich nicht nur aufgrund der Größe gefällt, sondern weil es auch echt ein schönes Fidget-Toy ist und ich die letzten Tage wenig anderes gemacht habe, außer das hier. Ich persönlich muss sagen, mir gefallen die Soundcore X10 eigentlich auf fast jeder Ebene. Eigene App ist richtig cool, das Design gefällt mir gut. Das Case hier ist sowieso mein kleines Highlight hier und versorgt die Kopfhörer auch mit genügend Akku, USB-C auf der Rückseite. Also eigentlich alles das, was man sich wünscht für einen Preis von unter 100 Euro. Und damit ist man preislich in so einer Region, wo sich die ein oder andere natürlich überlegen für ihr Hobby. Das ist ja für die meisten Hobbys gar nicht mal so viel Geld leider. Ich persönlich muss sagen, ich weiß noch nicht, wann ich upgraden würde, weil ich sonst mit meinen normalen Kopfhörer auch gut auskommen, aber gerade Leute, die damit Probleme haben und vielleicht auch ein extra Paar haben und nicht ihre normalen Kopfhörer immer die ganze Zeit voll schwitzen möchten, für die ist das, glaube ich, eine echt gute Alternative auf einem Markt, der noch gar nicht so gesättigt ist. Mein größter Kritikpunkt ist tatsächlich der fehlende Komplett-Wasserschutz, sodass sie auch zum Schwimmen geeignet werden. Damit hätte man eine echt schöne Nische, aber dann wären sie sicherlich wahrscheinlich noch ein bisschen teurer. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr Sportkopfhörer benutzt und wenn ja, welche. Vielleicht habt ihr ja auch eine gute Empfehlung von uns. Ansonsten empfehlen wir hier die Kopfhörer-Bestenliste. Falls euch das so teuer ist und ihr noch einfach einen ganz normalen Kopfhörer braucht, dann liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Das war's von mir für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!